Frauenarzt ist immer eine komische Situation, ne? Das fängt schon so an mit der Begrüßung. Machen Sie sich schon mal untenrum frei? Und dann verschwindet man hinter so einer transparenten Wand, wo man denkt, du kannst eh gleich alles von mir sehen. Also wozu diese Wand? Und dann fange ich so an, mich untenrum frei zu machen, ne? Und dann gibt es immer eine Frage, die ich mir stelle. Was ist mit den Socken? Was? Lass ich die an oder ziehe ich die aus? Wenn ich die ausziehe, ist so ein bisschen zu privat. Wo ich mir auch denke, was ist das denn für eine Logik? Du kannst euch alles von mir sehen, aber meine Füße, halt, stopp. Und dann liegt man da so völlig ausgeliefert, ne? Und komischerweise kommt immer genau dann die Arzthelferin rein und sagt so, ah, Ihre Versichertenkarte, ich leg die schon mal hier hin. Und man denkt sich, ja, ich komme Ihnen schon mal entgegen. Und während ich da liege, ne, bin ich wirklich nur damit beschäftigt, so möglichst entspannt auszusehen. So, nee, es macht mir gar nichts aus hier, nee. Total entspannt gerade, wirklich. Kannst jetzt alles in mich reinstecken. Nee, dieser Stuhl ist auch so bequem. Wie am Pool, da mache ich auch immer die Beine breit. Damit die Innenseiten auch schön braun werden. Und ich meine, das klappt auch mit dem entspannt aussehen, ne? Bis sie einen Satz sagt. Und die sagt den Satz wirklich immer. Rutschen Sie noch ein bisschen weiter runter zu mir. Wo ich mir denke, wenn ich noch tiefer rutsche, sitze ich gleich auf deinem Gesicht. So, ganz ehrlich, ne? Ich glaube, die lernen im Medizinstudium so zwei Sätze. Der eine ist, rutschen Sie noch ein bisschen weiter runter zu mir. Und der zweite, und der kommt immer bei der Brustabtastung, ist, ich habe leider kalte Hände. Wo ich mir denke, du weißt doch, was du gleich machst, dann mach deine scheiß Hände doch vorher warm. Du hast 10 Jahre Medizin studiert. Und dann fängt sie so an, die Brust abzutasten, ne? Und ich bin nur damit beschäftigt, ihr nicht in die Augen zu sehen, so kein Augenkontakt. Und ich gucke so mega verkrampft zur Seite und denke so, ist echt schön verputzt hier. Und dann kommt mein nächster Gedanke, ne? Bitte, bitte, dass ich keine harten Nippel bekomme, bitte keine Nippelshow. Ja, was willst du dann sagen, ne? Also ich bin nicht geil, mir ist nur kalt. Ich merke, die Frauen erkennen sich wieder. Die Männer sind so ein bisschen verstört. Vielleicht brauche ich so eine Version für die Männer, ne? Vielleicht muss ich was sagen, nein, nein, Männer, das ist ganz anders. Also, ja, wenn wir zum Frauenarzt gehen, dann kommen wir in so einen abgedunkelten Raum mit so Kissen. Und dann legen wir uns da hin. Und dann kommt die Frauenärztin mit so einer Feder und streichelt uns. Und dann verrutscht unser Top und wir machen eine Kissenschlacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.